Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Vortrag FOSS in der Cloud. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Carmen. Und wir kommen von den Bonner Firmen Mundialis und Terrestris und begrüßen euch recht herzlich zu diesem Vortrag. Ganz kurz zu unseren beiden Firmen, also das ist ein Gruppenfoto von den beiden Firmen. Wir sitzen zusammen in Bonn und das ist von unserer letzten Klausurtagung. Und die Firma Terrestris beschäftigt sich im Kerngeschäft um das Aufsetzen und Implementieren von Geodateninfrastrukturen und allen verwandten Themen. Und die Firma Mundialis beschäftigt sich hauptsächlich mit Geodatenverarbeitung, jetzt auch viel mit Fernerkundungsdaten. Wir haben auch einen Stand hier auf der Messe oder in dem Messeabteil. Wenn irgendwelche Fragen zu dem Vortrag oder darüber hinaus sind, kommen Sie einfach gerne mal vorbei. Worum geht es in diesem Vortrag? Wir wollen im Prinzip im ersten Schritt ein bisschen erklären, okay, was ist überhaupt die Cloud? Warum sollte man da irgendwelche Dinge tun? Und wir wollen an einem kurzen Beispiel demonstrieren, dass wir unser Projektgeschäft gemeinsam durchgeführt haben, umgesetzt haben, was da im Prinzip so für Vor- und Nachteile drin entstanden sind und da einen kleinen Ausblick geben und auch Empfehlungen aussprechen. Ja, das ist im Grunde das Ziel. Also wir wollen unsere Applikation oder unsere Informationen in die Cloud bringen. Und ja, was ist überhaupt die Cloud? Es ist in aller Munde. Und wenn man jetzt erstmal so eine ganz einfache Definition sich anschaut, ist es erst einmal nichts anderes als eine IT-Infrastruktur, die nicht lokal auf unseren Rechnern läuft und im Prinzip über ein weitreichendes Rechnernetz zur Verfügung gestellt werden. Und der Austausch im Prinzip, der findet statt über standardisierte Schnittstellen und Protokolle. Warum gehen wir denn in die Cloud? Was hat das denn für Vorteile? Insbesondere im EO-Bereich und im Earth Observation-Bereich merken wir in den letzten Jahren, dass die Geodaten einerseits immer größer werden, einfach durch neuere Sensoren, die zum Beispiel im Bereich der Fernerkundung einfach eingesetzt werden. Die Daten werden größer und auch die zeitliche Frequenz der Daten wird einfach viel höher. Das heißt, es gibt einfach stetig wachsende Geodatenpools und damit auch im Prinzip die Anforderung an die entsprechenden Tools und auch an die Infrastruktur, diese wachsende Datenmenge zu bewältigen, also zu speichern natürlich. Und natürlich wollen wir diese Daten nicht nur speichern, wir wollen natürlich auch diese Daten prozessieren mit diversen Tools. Da kommen wir gleich konkret, welche Tool wir auch benutzen wollen. Und wozu machen wir das alles? Also ein ganz großer Vorteil ist natürlich auch, wenn man das nicht alles bei sich lokal aufbauen möchte, dass man eine Kostenkontrolle hat, in dem Sinne, dass man sich nicht ständig um neue Hardware kümmern muss, sondern dass man sich ausrechnen kann mit allen möglichen Rechnern, welche laufenden Kosten man wirklich hat und die auch besser skalieren können, wenn man eben mehr Anforderungen hat, auch die laufenden Kosten besser berechnen zu können. Außerdem muss man sich auch nicht darum sorgen, dass man sich ein Rechenzentrum im Keller aufbaut, was immer weiter wachsen muss, da man auch auf einfach externe Ressourcen zugreifen kann und für die ist das viel einfacher zu skalieren, weil die das eben in viel größerem Maßstab machen. Ja, außerdem ist es auch noch ein schöner Vorteil, dass man alles so automatisch aufbaut, da wird man eben so ein bisschen nicht direkt gezwungen, aber es macht einfach sehr viel Sinn, dass man alles ganz automatisiert deployen kann. Das macht alles auch viel übertragbarer. Das heißt, es ist auch nicht schwer, dann irgendwie den Anbieter zu wechseln oder es doch selbst zu hosten, weil eben alles übertragbar ist. Und wie setzen wir das um? Welche Konzepte gibt es da? Da gibt es drei verschiedene Konzepte. Das eine nennt sich Infrastructure as a Service. Da geht es darum, wirklich Hardware beziehen zu können als Dienst. Dann gibt es auch noch Plattform as a Service, wo einfach Plattformen bereitgestellt werden. Und im dritten Punkt Software as a Service. Und in unserem Vortrag konzentrieren wir uns auch auf den dritten Punkt, wie wir unsere Software als Dienst in der Cloud anbieten wollen und nutzen dazu aber auch Infrastructure as a Service selbst, wie wir dann eben die Hardware bekommen können, wo wir unsere Software drauf installieren wollen. Und es gibt jetzt ein Set von Technologien bzw. auch von Tools, die wir eingesetzt haben, die auch in der Regel eingesetzt werden bei solchen Infrastrukturen. Und das Minimalbeispiel oder die minimale abstrakte Einheit, mit der wir uns da auseinandersetzen, ist im Grunde das Docker Image. Damit ist Docker also ein sehr zentrales Tool. Und die Kommunikation findet zwischen den entsprechenden Containern, die dann deployed werden, zum Beispiel per HTTP statt. Und wichtig ist im Grunde, dass wir natürlich auch diverse Informationen, die
dann in diesen ganzen Teilen der Applikation laufen, dass da auch diverse Informationen getauscht werden können. Also dass es eine Kommunikation zwischen diesen Komponenten einfach geben kann. Und orientieren tun wir uns an einem Paradigma der Microservices. Das heißt, wir versuchen die Applikation so aufzubauen, dass es eine strikte Trennung von spezifischen Aufgaben der jeweiligen Komponenten gibt. Ja. Welche verfügbaren Tools haben wir denn verwendet oder welche gibt es und welche werden wir davon verwenden? Also das ist jetzt eine Übersicht über die Tools, mit denen wir persönlich auch gearbeitet haben. Es gibt auch noch eine Reihe mehr, aber mit denen haben wir eben auch Erfahrung gesammelt und wollen mal grob abstecken, was es gibt und was es so macht. Zum Aufsetzen, beziehungsweise es gibt jetzt diverse Anbieter, die zum Beispiel fertige Cloud-Lösungen zur Verfügung stellen. Da gibt es zum Beispiel Google Cloud, es gibt die Open Telekom Cloud und es gibt im Prinzip auch Tools wie OpenStack, mit denen man sich im Prinzip auf seinem eigenen Cluster beziehungsweise auf seinen eigenen Netzwerkknoten ein Cluster einrichten kann. Weiter gibt es natürlich, das sind auch alles Open-Source-Tools, die verwendet werden können, um die entsprechenden Komponenten beziehungsweise die jeweiligen Applikationen und Deployments zu orchestrieren. Und da gibt es dann Tools wie von links nach rechts hier, OpenShift, Kubernetes oder auch Docker Swarm. Wir werden uns jetzt gleich bei dem Beispiel sehr auf Kubernetes konzentrieren, weil das das Tool, was wir zur Orchestrierung der Images verwendet haben. Dann gibt es weiter Tools, die, also Docker hatte ich schon, dort hatte ich schon erwähnt, aber es gibt im Prinzip dann auch Tools wie zum Beispiel Helm, das wir genutzt haben, um im Prinzip die Konfigurationen, die in Kubernetes verwendet werden, zu schreiben bzw. auch auszutauschen, und da verwenden wir Helm bzw. die sogenannten Helm-Charts. Okay, das ist im Prinzip einmal so unsere Ausgangssituation. Also wir haben jetzt lokal installiert oder auf einem klassischen Standalone-Server haben wir im Prinzip unsere vier Komponenten. Unsere Applikation, das ist einerseits Shogun, das ist eine Applikation oder die Komponente, die im Prinzip zur Orchestrierung der Web-Applikation auch der entsprechenden Layer verwendet wird. Wir haben den Geo-Server zur Publizierung von entsprechenden Geodaten über OGC-Dienste und wir haben GRAS bzw. auch Actinia on top zur Prozessierung der entsprechenden Geodaten. Das ist die Architektur noch ein bisschen mehr im Detail. Also zentral sieht man den Shogun als im Prinzip so als Orchestrierungstool bzw. also an vorderster Front, der im Prinzip auch die Schnittstellen für den entsprechenden Client zur Verfügung stellt und als Proxy dient, jetzt zum Beispiel für GeoServer und GeoNetwork, die entsprechenden Daten bereitstellen über OGC-Schnittstellen und Actinia als Prozessierungstool und natürlich diverse Datenquellen, externe und interne, die dann entsprechend über dieses Tool einfach weiter verwaltet werden sollen. Wir kommen jetzt im Prinzip zu den Herausforderungen, vor denen wir standen, als wir diese Architektur uns aufgemalt hatten und im Prinzip die jeweiligen Tools oder Komponenten auf ihre Cloud-Fähigkeit überprüft haben. Da ist uns bei Shogun aufgefallen oder den ersten Punkt, den wir dort umsetzen mussten, bevor wir im Prinzip mit Shogun cloudfähig waren, dass wir einen geteilten Storage für die Sessions implementieren haben. Das haben wir auf Basis von Redis gemacht. Der Hintergrund ist der folgende. Wenn ich im Prinzip diese Applikation skaliere, das heißt im Prinzip mehrere Instanzen davon hochfahre und ich in jeder Instanz jeweils einzeln eine Nutzerverwaltung bzw. die Session vorhalten würde, würde ich natürlich dann ab und zu bei jedem Request mal angemeldet sein oder eben nicht angemeldet sein. Das heißt, wir müssen diese Information, welcher User gerade angemeldet ist oder wer auf die entsprechenden Ressourcen zugreift, mir irgendwo zentral vorhalten. Weiter, hatte ich gerade schon gesagt, haben wir versucht, eine Microservice-Architektur aufzubauen. Das heißt, wir haben Shogun intern nochmal von diesem monolithischen Ansatz ein bisschen aufgeteilt in kleinere, also adäquate Submodule, Microservices, die spezifische Aufgaben einfach übernehmen. Wie zum Beispiel den Proxy für den Geo-Server bereitstellen oder das User-Management beinhalten oder auch zentrale Informationen für Configurations. Für GRASGIS bzw. Actinia haben wir auch einiges gemacht. Am Anfang gab es ja erstmal nur GRASGIS, was man auf dem Desktop-Rechner installiert. Und um das cloudfähig zu bekommen, haben wir Actinia entwickelt. Das ist quasi eine REST-API on top auf GRASGIS, sodass man eben die ganzen GRAS-Ressourcen und Module ansprechen kann über HTTP. Wen das näher interessiert, der kann gerne noch bleiben. Da habe ich gleich noch in Folge einen Anschluss-Talk zu. Außerdem, das hat Daniel gerade auch schon erwähnt, hatten wir da die gleiche Herausforderung mit User-Management.
wenn man alleine am seinem Rechner krass benutzt, braucht man das nicht, aber in der Cloud mit HTTP macht das auch Sinn. Da haben wir auch Redis für verwendet, um das zentral steuern zu können. Und noch weitere Konzepte, die GrassGIS-spezifisch sind. Jetzt gucken wir uns mal an im Detail, wie wir Actinia bauen und deployen im Kontext mit der Cloud. Zuerst einmal der Build von Actinia wird auch über Docker gemacht und auch über Pipelines, also alles automatisiert. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte. Also hier bauen wir wirklich das Docker-Image und schieben das in eine Registry. Es gibt dann auch Alternativen, dass man das auch über einen Bild-Helm-Chart machen kann oder auch über Source-to-Image. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Und für Actinia sieht es dann in dem Fall so aus. Oben sieht man das Verzeichnis mit den Dateien. Unten sieht man das passende Docker-File dazu. Und man sieht, da ist irgendwie eine Konfigurationsdatei drin, da ist eine Textdatei mit Credentials drin und noch irgendwie andere spezifische Dinge, die Actinia braucht, um zu laufen, die jetzt irgendwie man für jedes Projekt speziell anpassen möchte. Und im Docker-File unten werden dann einfach diese Dateien reinkopiert und noch eine CRAS-Extension installiert, die wir jetzt speziell dafür brauchen. Dann haben wir aber gemerkt, eigentlich brauchen wir das gar nicht in dem Fall, weil man kann auch Dateien in dem Deployment erst einmounten. Das ist dann in dem Fall auch sicherer, weil wir dann nicht irgendwie Credentials im Docker-Image drin haben, sondern man kann das alles erst bei Deployment-Zeit machen. Und dann wird auch das Docker-File viel kleiner. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus, ist schon mal viel einfacher geworden. Und im nächsten Schritt haben wir noch überlegt, weil wir ja selbst die, also das Docker-Image warten, worauf das basiert, können wir auch, weil wir das Plugin iSentinel sehr oft benutzen, das einfach eine Ebene höher schieben und sparen uns in dem Fall den ganzen Build. Das kommt natürlich immer auf die Komponenten selbst an. Also in unserem Fall war das jetzt sehr praktisch, weil wir uns einfach einen ganzen Vorgang sparen und einfach schon direkt was nehmen können, was da ist. Im anderen Fall macht das natürlich Sinn, das mit einzubauen. Das muss man einfach immer dann im Einzelfall entscheiden. Für das Deployment wird dann nicht das speziell gebaute Docker-Image geholt, weil wir das ja gar nicht haben, sondern das, was auf Docker-Hub liegt und generell verfügbar ist von Actinia. Und die ganzen Konfigurationen werden dann eingemountet. Und um so einen Helmchart zu erstellen, gibt es einen sehr schönen Befehl, der heißt Helm Create und dann mein Helmchart, in dem Fall Actinia. Und dann wird direkt ein ganzes Helmchart ausgespuckt mit Template-Dateien, die man editieren kann, sodass man nicht irgendwie alles neu schreiben muss. Und genau, wir haben das dann ein bisschen angepasst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut lesen kann in grün. Also was da neu dazugekommen ist, ist eine sogenannte Config-Map und ein Secret. Da taucht dann unsere Konfiguration wieder auf und auch die Credentials von der ESA. Und wir haben auch noch pro Deployment eigene Values-Dateien hinzugefügt. Das ist quasi so, wenn ich irgendwie eine Datenbankverbindung in der Konfiguration habe, dann unterscheidet sie sich vielleicht je nach Testsystem oder Dev-System oder Produktivsystem und dann kann man die alle in diese Values auslagern, sodass das Helmchart eigentlich immer gleich ist. Das ist jetzt ein Beispiel von der Config-Map. Da fängt das Interessante an, ab der Mitte ungefähr, da steht Data und darunter folgt dann ein Block, Actinia-Config und das ist eigentlich eins zu eins die Konfiguration, die wir vorhin beim Build verwendet haben und da reinbauen wollten und jetzt haben wir sie einfach hier in der Config-Map und können sie im Deployment direkt verwenden. Und dann ist hier noch das Beispiel vom eigentlichen Deployment, das ist sozusagen das Herzstück von dem Helmchart. Da sind auch viele verschiedene interessante Sachen zu sehen. Zum Beispiel ist da die Konfiguration, die wir gerade gesehen haben, die wird da eingemountet in sogenannten Volume Mounts. Auch die Passwortdatei wird eingemountet, die ist auch nochmal extra verschlüsselt und wird gesichert. Und die anderen spezifischen Sachen, die wir vorhin beim Bild alle rausgeworfen haben. Außerdem kann man oben bei Replikas einstellen, wie oft meine Anwendung laufen soll. Also wenn jetzt irgendwie wenig Last ist, lasse ich sie vielleicht einmal laufen oder auch gar nicht. Und bei höherer Last kann man dann auch beliebig skalieren und hochfahren. Dann ist es nicht mehr schwer, das auch alles zu deployen wirklich. Man kann sich mit dem Cluster verbinden und mit wenigen Helmbefehlen gucken, ob das Chart valide ist und es dann mit einem einzigen Befehl im Cluster deployen und kann sich dann mit einem anderen Befehl alles angucken, was gerade im Cluster läuft. Da sind dann verschiedene Anwendungen, die laufen. Da sieht man Actinia, Shogun, PostGIS, GeoServer
Und so hat man eben auch einen Überblick, was da gerade alles im Cluster läuft. Okay, das war unsere Ausgangslage. Wir hatten also im Prinzip das Set von diesen Komponenten, das wir von unserem lokalen Rechner bzw. von der lokalen oder von der einfachen Serverarchitektur in die Cloud bringen wollten. Und das haben wir dann im Prinzip mit in Kurzform vorgestellten Schritten soweit erreicht. Und nichtsdestotrotz gehen wir aber einen kleinen Schritt zurück und haben jetzt gesagt, okay, wir sind jetzt einfach fertig, sondern wir wollen das natürlich oder haben das auch so ein bisschen bewertet. Und was wir auf jeden Fall gemerkt haben, wir hatten natürlich im Vergleich zu der einfachen Installation auf entsprechenden Servermaschinen einen höheren Aufwand bei der Einrichtung. Das heißt, diese ganzen Tools oder die Tools, die wir da genutzt haben und auch entsprechend konfigurieren müssen, die haben für uns natürlich einen etwas größeren Aufwand. Und das kann man jetzt auch wieder auf verschiedenen Ebenen sehen. Das heißt, wir haben natürlich auch an erster Stelle bei der Entwicklung den höheren Aufwand gehabt, weil wir natürlich die entsprechenden Applikationen cloudfähig machen mussten. Zum Beispiel das mit dem User-Management über Redis. Wir hatten Aufwand oder mehr Aufwand dadurch, dass wir im Prinzip das Deployment nicht mehr einfach mit zum Beispiel einfachen Maven-Befehlen ausführen konnten, sondern im Grunde jetzt die entsprechenden Helm-Charts einrichten mussten und auch entsprechend diese Pipeline einrichten mussten, dass zum Beispiel bei GitLab CI automatisch die Deployments in die Cloud oder in das Cluster-System stattfinden. Und natürlich auch auf der administrativen Seite, das heißt, so ein Cluster muss auch erstmal aufgesetzt werden. Und da hat sich schon gezeigt, neben diesem Aufwand bei der ersten Einrichtung, dass wir auch, was die Kalkulation bzw. die Kalkulierbarkeit von den laufenden Kosten anging, das nicht so schön kalkulieren konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Das bedeutet ganz konkret, bei einem Selbsthosting hat man einfach monatliche oder jährliche Kosten, je nachdem, was man einfach für Servermaschinen mietet. Bei einem Cloud-Anbieter ist es jetzt andersrum. Da zahlt man natürlich nach den Ressourcen, die man einfach dort abfragt bzw. in Wert setzt. Und je nachdem, wenn man so ein automatisches Scaling oder im Prinzip einen automatischen Download von Daten mit integriert hat, kann das natürlich schwer, können diese Kosten sehr schnell in die Höhe gehen. Und die sind leider nicht so schön kalkulierbar. Allerdings haben wir dann im Anschluss gemerkt, nachdem wir gerade was diese Kostenkalkulationen angeht und versucht haben, im Prinzip auch diverse Cloud-Anbieter einfach mal so getestet haben, haben wir gemerkt, okay, als wir einmal diese ganze Infrastruktur hatten und im Prinzip auch dieses Infrastructure as Service als Code hatten, dass die Migration der jeweiligen Komponenten auf andere Maschinen etc. Extrem einfach war und nahezu reibungslos geklappt hat. Und dadurch hatten wir im Prinzip deutlich weniger Aufwand und konnten das natürlich wieder ein bisschen nivellieren. Und was ich auch schon, wie prophezeit auch dann tatsächlich eingetreten ist, die Ausfallsicherheit war extrem hoch. Das heißt, wir hatten eigentlich mal eine hundertprozentige Verfügbarkeit der jeweiligen Schnittstellen. Dadurch, dass es im Prinzip Mechanismen gibt, die im Prinzip, wenn irgendwo eine Komponente des Systems ausfällt, automatisch entweder die entsprechenden Ports umleitet auf andere Komponenten oder auf parallel hochgefahrene Komponenten oder einfach neue Komponenten hochfährt. Und wir konnten im Prinzip auch eine ganz schöne Lastverteilung hinlegen und im Prinzip auch die Komponenten einfach, die diese hohe Last im Prinzip ausmachen, konkret entsprechend skalieren des Aufwands. Das heißt, wenn es irgendwo bei Actinia zum Beispiel oder bei Grasfirma entsprechende Ressourcen benötigt hat zur Prozessierung der Daten, konnten wir die genau dort an dieser Stelle im Prinzip skalieren, ohne jetzt andere Komponenten wie die Datenbank oder Shogun, um Ressourcen zu berauben. Nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt jetzt noch die Notwendigkeit, weitere oder die Komponenten weiter im Prinzip aufzusplitten in kleinere Komponenten, also in weitere Microservices an diversen Stellen. Und es gibt noch ein paar ungelöste Probleme, insbesondere was den parallelen Schreibzugriff auf gemeinsame Quellen oder auf gemeinsame Ressourcen angeht. Ein Beispiel ist der Geo-Server, der ein zentrales Datenverzeichnis hat, in dem er seine Konfigurationen ablegt. Und wenn im Prinzip mehrere Instanzen eines skalierten Geo-Servers da reinschreiben wollen, gäbe es immer mal wieder ein paar Probleme. Und wo wir auch noch keine oder noch nicht so die besten Erfahrungswerte gesammelt haben, ist im Prinzip, wie wir wann skalieren bei im Prinzip entsprechender Ressourcen, bei entsprechender Ressourcenabfrage. Das heißt, ab welchem Verbrauch von Daten müssen wir im Prinzip eine zweite Instanz von einer Komponente hochfahren. Vielleicht noch ein Satz dazu kurz. Hm? Wir haben auch noch ein Projekt, wo wir nicht in der Cloud skalieren, sondern in der Cloud auch Actinia laufen haben für kleine Prozesse und dann on-demand eine VM hochgefahren wird, die halt im gleichen System liegt, aber nicht in der Cloud liegt, wo
wo auch Actinia läuft und dann ein großer Prozess gerechnet wird. Also es gibt auch einfach so hybride Lösungen, die je nach Anwendungsfall auch immer gut passen. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es gibt ein paar Fragen im Anschluss. Vielen Dank. Da vorne ist. Ja, Docker, sehr schön. Denke ich, kann man immer viel von lernen. Gibt es die Docker-Files eventuell, sind die verfügbar, dass man sich da vielleicht was abgucken kann? Das ist das eine und vielleicht auch mal sowas relativ mal ausprobieren kann zumindest, ohne jetzt ein großes Setup vielleicht gleich zu haben. Das ist die eine Frage. Das andere ist, Docker ist ja teilweise verkauft worden. Wie seht ihr das? Ist das noch zukunftsfähig oder schaut man schon auf andere Lösungen? Ich würde auf die erste Frage antworten, zum Beispiel bei Actinia Core. Das gibt es auf GitHub, Actinia-Core, und da gibt es einen Docker-Ordner. Da ist alles schon fertig drin und das geht auch so weit. Also da benutzen wir auch Docker Compose, um zum Beispiel die Redis-Datenbank mit hochzufahren, dass man einfach nur einen Befehl ausführen kann. Und da liegt auch noch eine Docker-Swarm-YAML, wo man quasi bei sich lokal das simulieren kann und sagen mal, ich möchte jetzt 8-mal Actinia Core laufen lassen und einfach mit ein paar Befehlen hochfahren und testen kann. Genau, ergänzend dazu, es gibt das Gleiche für den Geo-Server. Da gibt es im Grunde Dutzende Beispiele für entsprechende Docker-Files, wie man jetzt den Geo-Server zum Beispiel in ein Image verpacken kann. Und in dem Repository von Terrestris gibt es auch ein sehr, sehr einfaches Beispiel, wie man im Prinzip so ein Multichart-Helm-Konfiguration für Geo-Server, Datenbank etc. aufbauen könnte. Ein sehr einfaches Beispiel. Zu der Docker-Frage. Kann ich noch nicht für uns beantworten. Wir arbeiten aktuell mit Docker und werden das vermutlich auch noch erstmal weiter tun. Wir haben jetzt noch keine konkreten Pläne, da umzusteigen. Aber es gibt in der Tat parallele Entwicklung oder es gibt andere Containerisierungstools, die man natürlich nutzen kann. Ja. Aber aktuell ist diese Pipeline oder diese Zusammenstellung, die wir jetzt hier haben, die ist sehr auf entsprechend Docker fixiert. Ja. Gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine und zwar, also weißt du, ob ich, oh, was? Oh, okay, dann stelle ich keine. Danke. Was mich ein bisschen umtreibt, ist die Frage, lohnt sich der Aufwand für Kubernetes an der Stelle? Ich meine, was ist der Wunsch, der dahinter steht? Du nimmst dir unheimlich viel Aufwand, sage ich mal, für die Administration in Kauf. Habe ich gehört, ne? Also ich habe da keine eigene Erfahrung, ist die Frage, reicht es nicht in der Cloud, wenn du quasi einfach vertikal skalieren kannst? Also du kannst ja die fantastischsten Kombinationen dir da kaufen, es ist teuer, aber es ist immerhin einfach. Ne? Also du kannst einfach sagen, ich nehme, weiß ich nicht, 64 Prozessoren und 1 TB Arbeitsspeicher. Wie seht ihr da die Relation, sage ich mal, zwischen Kosten und Nutzen? Das ist eine gute Frage, ist natürlich auch so sehr die Gretchenfrage. Und grundsätzlich, es hängt natürlich sehr von dem Projekt ab, beziehungsweise auch an den, so ein bisschen davon ab, wie sehr dieses Projekt, beziehungsweise die Ressourcen, die dieses Projekt einfach hat, angefragt werden. Also sprich, wie ist der Nutzerkreis? Ist das eine öffentliche Applikation? Ist das irgendwo eine Intranet-Applikation? Das ist so die erste Linie, wo man das ein bisschen sehen kann. Unserer Erfahrung nach in 2, 3 Projekten, wo wir jetzt Kubernetes eingesetzt haben, beziehungsweise einsetzen, ist es tatsächlich bei der initialen Konfiguration ein deutlicher Mehraufwand, definitiv, ohne dass ich ihn jetzt irgendwie prozentual beziffern kann, aber es ist ein Mehraufwand da. Der hat sich aber an vielen Stellen einfach schon dadurch aufgehoben, dass die Übertragbarkeit, also die Konfiguration auf ein anderes Cluster, wenn man zum Beispiel den entsprechenden Anbieter wechseln muss, kann, wie auch immer, deutlich vereinfacht. Und das ist die eine Sache, aber auch im Prinzip die Verwaltung von verschiedenen Environments innerhalb des gleichen Clusters, also ein Dev-Environment, ein Staging, ein Produktiv-Environment etc., kann man im Prinzip durch diese Kubernetes-Konfiguration sehr, sehr, sehr einfach on-demand hoch und runter fahren. Und man muss es nur einmal machen, eigentlich für ein Projekt und dann beim nächsten Projekt macht man ein paar Anpassungen, aber es ist nicht mehr der Riesenaufwand, wenn man es halt einmal schon gemacht hat.
Und man kriegt natürlich auch viele Features einfach geschenkt. Also insbesondere diese automatische Skalierung von den entsprechenden Pods, beziehungsweise auch die Ausfallsicherheit und die komplette Orchestrierung, die dahinter steckt. Für ganz, ganz, ganz überschaubare Projekte ist das wahrscheinlich wirklich too much. Aber für, ja, ich, ohne dass ich jetzt auch wieder eine Zahl nennen kann, aber für gewisse Projekte, die eine gewisse Größenordnung überschreiten, ist das durchaus ein lohnenswerter Mehraufwand, ja. So, damit sind wir am Ende und ja, nochmal eine Runde Applaus für die beiden. Applaus